Oh, shit. Aber das Krasse wäre, wenn jetzt, sagen wir mal, Bux oder so, zweiter wird auch in den Pool, aber hat gegen Alex verloren, glaube ich. Ach ja? Ich glaube schon, ich möchte meinen, ja. Dann könnte das sein, ich bin mir nicht sicher, wie das, welche Pool die jetzt alle wirklich sind, aber es könnte sein, dass dann Ofis gegen Buxbaum eine Sache wird. So. Oh. Das heißt, so Bayern könnte halt sehr, sehr früh in Champions liegen, ne? Ja, könnte. Okay, wir gucken mal, wie sich das hier bei Marius gegen Sillet macht. Ja, macht auf jeden Fall sehr gut gerade. Weil du machst hier Predictions für Sachen, die noch gar nicht passiert sind. Ja. Die noch nicht mal feststehen. Ja. Ob sie passieren werden. Das geht jetzt in den Kasten, ne? Alles klar, danke. Also schauen wir mal um. Ja, Marius mit der Nähr bei niedrigen Prozenten in die Peach rein. Natürlich nimmt Sillet das mit, macht die schöne Crowd Cancel Down Smash und macht Marius halt direkt so mit einem Schlag 30% oder was. Das ist scheiße für den Fox. Da muss er einfach ein bisschen aufpassen und mehr drillen und mehr, aber geil. Und mehr grabben in den, bei den Prozenten. Jetzt aber genügend Prozente für den Nair. Marius ein bisschen verkackt am Timing. Und ja, Sillet nimmt das einfach solide mit, den ganzen Messups, die Strawstream macht. Ach so. Die nimmt Sillet ja, mit der Kusshand an. Oh wow, Phantom Hit Shield Poke. Was? Das Turnier? Achso. Ja, okay. Aber ja, Prozente sind even, aber Stocks eben nicht. Ja, wie Sillet. Du magst halt, ne? Kannst du zur Afterparty zum Feiern bleiben. Gerade auf so einer Stage wie Dreamland, wo man sich sehr viel Zeit lassen kann mit dem Recovern, kann man den Gegner halt so psychologisch ein bisschen outpacen, sodass dem Fox die Lunte abbrennt sozusagen, noch bevor das Match vorbei ist. Und es sieht mir aus, als würde Sillet den Stock hier auch nicht wirklich finishen wollen. Vielleicht liegt es daran, vielleicht ist das eine schöne Strategie, die er hier fährt. Das ist ja gar nicht. Er hat schon wieder nicht die Upsmash getroffen, wie er wollte, aber bei den Prozenten hat es gereicht für den Fallrückzieher-Kill. Oh, den Up-Tilt verhauen. Ich glaube, Mario ist ein bisschen aufgeregt. Ich habe gerade mit den Friendlies gespielt und er hat es nicht einmal verhauen. Immer wenn ich den Schein nach hinten smash, die Alter hat er sofort Up-Tilt gemacht. Perfekt. Schöne Combo hier von Sillet. Und ja, das war's dann. Wenn Mario das zweimal verliert, dann ist er wirklich Dritter. Aber er war Fünfter Seed, oder nicht? Dritter, nee. Ah ja, er war. Also Fünfter von allen vielleicht. Das sieht ja gar nicht aus. Ja, das erste Game geht sehr deutlich an Sillet. Storstream vielleicht ein bisschen überrascht von Sillets Playstyle. Ich finde Sillet auch echt nicht schlecht, so. Aber ich denke mal, das kann ihn. Ja, denke ich auch. Wie den upsmashen können. Er lässt sich halt downsmashen, so, ne? Ja. Halt es geht aber mit den Drills rein, was ich gut finde. Und jetzt ist er wieder mit der Nähe sehr gewagt. Das war aber okay, weil da wäre er runtergeslidet. Genau, ja. Aber ich weiß nicht, ob er das auf dem Schirm hat. Oder ob er einfach instinktiv gehandelt hat, weißt du? Ja, das kann natürlich sein. Das ist halt das Problem, was ich hier sehe. Man muss halt ein bisschen aufpassen, dass er nicht so unbedacht reingeht. Oh, schön über die Plattform gekommen. Ganz klassischer Trick. Ich glaube, langsam sollte er Upsmash töten, oder? Ja, safe. Schon länger. Aber Recovery, die man verkackt, tötet einen selbst. Weisheiten vom Commentary Desk. Commentary Dennis. Ganz ehrlich, ich hab das doch mit Absicht gemacht. Was? Nee. Das ist so gewesen. Dann haben wir das gesehen und waren so, okay, so ist es halt. Ehrlich. Okay, ja, Marius zieht sich jetzt ein bisschen zurück. Macht hier die Gun ein bisschen scharf. Ja, sehen wir, schön gemacht von ihm. Kommt dann, also probiert dann halt so mit Drills zu erwidern, was für Approaches kommen. Weiß nicht, ob das die beste Idee ist, weil Sillet halt viel in der Luft ist. Fick ihn, Marius! Da kann er mit mehr kommen, wenn der Gegner in der Luft ist. Und Marius weiß das auch. Also, wir haben das sogar besprochen vorher. Und naja, ist halt schwierig. Also, ich habe das Gefühl, seine Instinkte kicken so und er spielt nicht so wirklich durchdacht, nicht so wirklich fokussiert. Und das zeigt sich halt super doll, weil Sillet hier einfach das Ruder in der Hand hat. Schön, aber schön, schön. Alles Marius reißt es gerade wieder rum und sehe ich natürlich gerne. Oh, probiert er den Drill mit der Eddie Fair mit dem Drill zu erwidern, natürlich keine Chance, wenn die fette Krone. Oh, schön von Sillet. Oh, das Edge gerade verrissen hier von Sillet und gibt Marius eine zweite Chance. Oh, ja, Slide of Back Air, nicey nice. Aber er wird die ganze Zeit gegen die Kante gedrückt sozusagen, das ist scheiße für Marius. Er wird dann halt immer wieder von so Stray Hits erwischt und Sillet braucht halt auch nur einen dieser Stray Hits, um richtig zu finishen. Man muss aber fairerweise sagen. Man muss aber fairerweise sagen, hier stehen ja nicht mal die Namen, hör mal. Das sieht er gar nicht. Oh, schade, schade, schade.
So, jetzt aber geupdatet hier. Strawstream gegen Sillet übrigens das Set. Und 2-0 für Sillet. Ja, relativ schnell. Einfach mitgenommen den ganzen Spaß. Da hat sich Sillet nicht viel sagen lassen. Hat er jetzt immer noch eine Chance, erst in den Pool zu werden, obwohl er gegen Microsoft Office verloren hat.